Und hiermit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mission von der Montezuma-Kampagne. Und zwar Mission 3, Quetzalcoatl. Überliefert von Guautemoc, Jaguar-Krieger von Tenochtitlan. Ein weiteres Omen. Der See um die große Stadt Tenochtitlan stieg brodelnd an. Das Wasser schäumte und schlug gegen die Häuser der Stadt, bis es viele von ihnen in die Tiefe gerissen hatte. Ich begleitete unsere Würdenträger zu ihrem Treffen mit den Neuankömmlingen. Durch die Ländereien unserer Feinde, der Tlaxcalteken, reisten wir an die Küste. Als wir den Wald verließen, begrüßten uns die Fremden, doch hielten sie ihre Waffen dicht bei sich. Ich erklärte, wir seien die Azteken, Entsandte des großen Montezuma. Ihr Anführer sagte, er komme vom Volk der Spanier und sein Name sei Cortés. Aber es schien ihm zu gefallen, dass wir ihn Quetzalcoatl nannten. Auch wenn ihre Rüstungen und Tiere offenbar nicht von dieser Welt waren, kamen mir diese Fremden nicht wie Götter vor. Wir überbrachten Cortés Geschenke aus feinster Baumwolle und Federschmuck, doch er schien mehr an den Goldverzierungen interessiert zu sein. Wieder und wieder fragte er, ob es in Tenochtitlan noch mehr Gold gab. Mittlerweile war Cortés bis in das Land der Tlaxcalteken vorgedrungen. Zwar kam es zunächst zu Gefechten zwischen den Tlaxcalteken und den Spaniern, doch als Cortés Erzählungen von der Größe Tenochtitlans und der Zahl unserer tapferen Aztekenkrieger hörte, schlug er vor, die Spanier und Tlaxcalteken mögen sich verbünden und die Azteken gemeinsam angreifen. Das ist jetzt echt nicht so geil. Nun gut. Die Ziele, besiegen sie die Tlaxcalteken. Die Azteken können die Imperialzahl erreichen, sie haben jedoch ein Bevölkerungslimit von 100. Tabasco... Ihr Verbündeter befindet sich gefährlich nah an ihren Feinden. Es ist vielleicht möglich, die Stadt zu retten, aber seien Sie nicht entmutigt, wenn Tabasco zerstört wird. Tabasco ist doch eigentlich ein Gewürz. Töten Sie nicht die spanischen Pferde, wenn sie noch von Nutzen sein können. Der dichte Regenwald ist der Heimat vieler Jaguar. Sei sie vorsichtig. Ihr Speer berichten. Die Azteken von Montezuma Grün haben eine kleine Festung im Süden. Im Zentrum der Karte sind die riesigen Klippen und nördlich von ihnen befindet sich ihr Verbündeter Tabasco. Im Westen befindet sich die ausgedehnte Stadt ihres Feindes, der Tlaxcalteken. Da ist das Wort wieder. Die Armee der Tlaxcalteken besteht aus Bogenschützen, Plänklern und Adlerkriegern, die von Mönchen angeführt werden. Das ist eine ziemlich blöde Kombi. Ihre Ausbildung kann durch einen frühen Angriff leicht verlangsamt werden. Spanier Blau befinden sich im Osten. Über ihre Motive ist nichts bekannt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Spanier wesentlich mächtiger sind als die Tlaxcalteken. Um Kavallerie und Schwertkämpfer zu besiegen, braucht es Belagerungswaffen, da ihre Festung von Kanonen geschützt ist. Hä? Okay. Und meint mir. Wir kennen die Absichten der Spanier nicht. Bis auf Weiteres sind die Tlaxcalteken unsere Feinde. Was soll ich mit dem Ding hier eigentlich? Jungs, ich weiß ja nicht, was mit euch ist, aber... Oh, ich bin ziemlich offen. Zu offen. Ich bin ja normalerweise ein ziemlich offener Mensch, aber man kann es mit der Offenheit auch ein bisschen übertreiben. Gefährlich nah ist ein bisschen untertrieben, oder? Die kuscheln ja schon zusammen. Gott, das ist feindlich. Hey. Oh, Ritter. Was soll ich gegen die eigentlich machen? Ich habe nur Infanterieeinheit. Okay, Cortes. Die Spanier greifen unsere Verbündeten in Tabasco an. Wir müssen ihnen zur Hilfe eilen. Einfach gesagt, alles getan. Ich weiß nicht mit was. Zumindest du bist
Du machst deine Arbeit sehr ordentlich. Bea. Es hat keinen Sinn. Die spanischen Pferde und Waffen sind unseren Kriegern überlegen. Tabasco ist verloren. What the f... Ich hatte nicht mal Chance, irgendwas zu machen. Tabasco wird finden, sie gerne, ihr ist vielleicht möglich, die Stadt zu retten, aber seien sie nicht im... Vielleicht möglich, wie ist das denn möglich? Alles klar, Jungs, übertreibt. Unsere Boten bestätigen, dass sich Spanier und Tlaxcalteken gegen uns verbündet haben. Jetzt müssen wir gegen beide Krieg führen. Ja, lustig. Die spanischen Truppen sind so gefährlich, weil sie auf Tieren in die Schlacht reiten. Wenn es uns gelänge, ihnen diese Tiere zu nehmen, wäre die Bedrohung weitaus geringer. Wenn uns gelingen würde... In diesem Pferch werden wir die spanischen Pferde unterbringen. Jetzt wisst ihr schon, wie die heißen? Alter, sind die gut gegen die Mauern. Jungs? Hallo? Ich habe echt keine Ahnung, was ich gegen die eigentlich einsetzen soll. Hallo. Jay? Ok. Alzak. But nee. Ok. Zack, unani. Ok. Moment mal. Axe. Ich hab nicht gesagt, dass Tag der offenen Tür ist. Mantelwurm. Man fragt seine Gäste. Wie zum... Ach, ich hab Schwert... Oh. Hatte ich dich immer schon? Oh. Ich mach mir die ganze Zeit schon so Panik, was ich denn machen würde, wenn Gavleri kommt. Ich hab doch Pikeniere. Oh, springen tun sie aber auch nix. Outside,
Okay, von da wäre ich geschützt. Gut zu wissen. Ich habe zumindest eine kleine Armee, gegen die ich, mit der ich arbeiten kann. Warum ist die... Hallo? Ein Pikinier kriegt nicht einfach einen Konquisator durch. Gut, was soll ich denn da machen? Und hier, die Bogenschützen werden auch weggemacht wie nix. Einmal überfragt, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es nicht gern, wenn ein Tag der offenen Tür ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und tschüss. Wir haben heute geschlossen, tut mir leid. Komm mal später wieder. Ich brauche sehr dringend Bein. Habe ich jetzt gerade so gemerkt. Da kommen sie. Warum? Jo, übertreibt's direkt. Romanze, Cat, ach zack. Ach zack. Jungs, Pikiniere, das war die schlechteste Idee, die euch hätte einfallen können. Ja. Hauptsache der einen Schwertkämpfer hält länger aus als jede andere Armee hier. Oh. Hier ein kleines Problem. Oh.
Also komme ich erstmal mit Plänkler und Bogenschützen relativ weit, hoffentlich. Irgendwie auch nicht. Irgendwie habe ich keine Ahnung, mit was ich da gut gegenkommen kann. Gib ihr.